Ja, wir brauchen unbedingt natürlich einen schönen Aufgang hier nach oben, weil immer hier die Wand hochkraxeln, habe ich eigentlich keine Lust. Also es wird das erste größere Bauprojekt dann sein, dass wir uns da drüben dass wir uns hier einen Weg hochbauen und hier eine schöne Brücke rüberziehen. Das wird das Erste. So. Hier war das drin. Fleisch machen wir mal weg, Leder weg, das weg, das weg, das weg, das und das geht nicht mehr rein. Okay. So, 1, 2, 3, 4 und das. Dann. Gravel, Gravel, Gravel. Clay in die Mitte. Sand, Sand. Ich hoffe mal, dass es richtig rum ist. Jawohl. So, jetzt muss ich die Crowd, glaube ich, rennen. Ja. Es geht voran. Quatsch. Ich mache mal die Steine hier raus. Das Baumaterial, das können wir hier rein machen. Zumindest jetzt. Also wir haben ja noch kaum irgendwie Lagerkisten oder sowas. Deshalb müssen wir uns erstmal so behelfen. Ich wollte noch irgendwas rausmachen. Den Glowstone. Nahrung haben wir jetzt reichlich. Holz könnten wir mal wieder machen. Vielleicht stellen wir hier hinten ein paar Bäume auf. Wäre vielleicht geschickter. Warte mal. Schaufel habe ich keine mehr. Könnte ich da hinten mal schnell noch. Da hatten wir ja noch nicht alles abgeerntet, abgebaut an Erde. Da ist noch ein bisschen. Dann können wir noch ein bisschen Erde snacken, um da eine Grünfläche anzulegen. Soll ja alles schön aussehen und auch praktisch sein. Darum müssen wir die Bäume, ja, da unten zwei Stück gepflanzt, der eine ist nur gewachsen, wie es aussieht, die Bäume hier auch irgendwie in die Nähe bringen. Dann sind wir schneller on fire. Ich pflanze die erstmal hier hinten hin. Man gar nicht so viel aufschütten oder Pflanzen an Erde, also Erde platzieren. Brauche ich nur ein paar Setzlinge, aber die kriegen wir auch schnell.
Da kriegen wir eine ordentliche Grünfläche zusammen. So, das sieht erstmal doof aus, wird aber später, wenn wir das mit den Steinen noch verkleiden, gar nicht mehr so doof aussehen. So, ich mache hier natürlich auch gleich Zombies sicher. Das heißt, außenrum jeder Block minimum 2 hoch. Okay, das hat sich nicht mehr gelohnt. Jeder Block 2 hoch, dass da keine Zombies hochkommen können. So, und nun holen wir uns von da unten ein paar Setzlinge. Und pflanzen die da hinten an. So. Machen wir einen zweiten Ofen, komm. Weil mit einem Ofen sind wir eigentlich schon raus. Schweinchen sind glücklich, grunzen zumindest fröhlich durch die Gegend. Hier ist so ein Baum, den können wir genau wegmachen. Ja, 2 Setzlinge. Super! Nein, besser wie nix. So, jetzt haben wir nochmal. Jetzt haben wir genügend Setzlinge. So, und das Gute ist dann eben, wir müssen nicht mehr so weit laufen, um an Holz zu kommen. Ganz mal schön da hinten ran. So, was seid ihr hier? Hier einen hin, da einen hin, hier einen hin, noch einen, hier einen, da einen und da. So. Perfekto matt. Es wächst ungedeiht bei uns. Jetzt brauchen wir, glaube ich, recht bald sogar schon Kohlenachschub. Ja, hier haben wir nochmal 64, aber so viel ist es nicht mehr. So. Ja, dann müssen wir Kohle holen. Machen wir gleich direkt hier. Muss er sowieso weg, der. Ja, toll. Ich dachte, hier wäre jetzt ein ordentliches Vorkommen, aber nee. Hätte keine Lust. Auf die Höhe muss man. Es wäre mir jetzt halt recht gewesen, wenn wir auf der Höhe hätten abbauen können.
woanders die Kohle wegnehmen. Da hinten. Das scheint auch ein gutes Vorkommen zu sein. Geht halt alles. Was denn das? Seltene Erde. Das gibt's ja. Was ist denn? Was war denn das? Seltene Erde. Das gibt's ja in echt, glaube ich, auch. So, ich möchte auch gar nicht so viel Lava hier wegnehmen. Solange die uns nicht stört. Vom Spielfluss her. Oder uns die ganze Zeit tötet. Aber solange die nur da ist und uns nicht beeinflusst, da soll sie ruhig da bleiben. Grüne Kohle. Lava, die so leuchtet. Das ist auch gut, dass hier immer wieder Lava ist, weil vielleicht machen wir die nachher doch weg. Wir werden ja Lava brauchen, um den Dingsofen befeuern zu können. Den Tinker's Construct Ofen. Zombie, der sich hier hochtraut. So. Den Sand können wir mal wegmachen. Stein auch. Und Wolle kommt rein. Seltene Erde. Coole Geschichte. Ich weiß zwar noch nicht, was wir damit anfangen können. Scheiße. Es war eine Attacke aus dem Hinterhalt. Vor allem weiß ich nicht mal, wo der ist. Gucken wir mal, ob wir schlafen können. Da unten. Und was schießt der? Keine Ahnung, was das ist. Stirbt er nicht bei Nacht, bei Tag? Wow, der ist stark. Ich
Der lebt immer noch. Nein! Nein! Oh, fuck. Wegen dem Assi da unten, ey. Die Sealed Brick, wir müssen uns die holen. Ich hab kein Holz. Nice. Toll. Gibt es. Ach, dammit, ey. Ist der Vogel jetzt verschwunden? Nee, immer noch nicht. Und die Bäume sind auch noch nicht gewachsen. Ich brauch Holz. Was ist das für ein Geräusch? Oh oh. Da ist der Arsch wieder. Ich habe nichts zum Angreifen, ich habe nichts zum Hauen. Gar nichts. Komm her, du Feigling. Oh, gleich schon wieder tot. Also wenn die Spinne jetzt auch noch kommt, dann bin ich hinüber. Brauch ein bisschen was zu futtern. Ich sollte mir einen Bogen machen. Mit dem Bogen kannst du den bestimmt gut bekämpfen. Ja, aber der schwebt so weit oben. Wie soll ich ihn denn jetzt kriegen? Ich muss meine Sachen holen, das ist wichtiger. Okay. Ah, wir brauchen die Brücke. Unbedingt brauchen wir die Brücke.